15 Jahre lang haben die UN-Staaten darum gerungen. Jetzt endlich steht das internationale Abkommen zum Schutz der Hochsee. Umweltschützer feiern es als historisch. Good evening, ish, ladies and gentlemen. The ship has reached the shore. Die Weltmeere sind bisher ein weitgehend rechtsfreier Raum. Durch das Abkommen sollen jetzt 30% davon zu Schutzgebieten werden. Außerdem verpflichten sich die Staaten, ihre wirtschaftlichen Projekte, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Weltmeeren auf ihre Umweltverträglichkeit zu prüfen. Bevor es formell beschlossen werden kann, muss das Abkommen noch juristisch geprüft werden.